Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem ersten Halloween-Look dieses Jahr. Ich hoffe, er gefällt euch. Das Thema ist Haunted House. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und dann kann es auch schon losgehen. Das, was immer gleich ist, habe ich natürlich schon gemacht, dass es nicht zu lang wird. Und zwar Foundation, Concealer, Puder, Contouring und Augenbrauen. Dann habe ich mir einen braunen Kajalstift genommen und schon mal alles Dunkle im Facepainting vorgezeichnet. Dazu gehören die Hügel, das Haus und drei Bäume. Dann habe ich mir einen bläulich-weißen Kajalstift genommen und schon mal die Geister vorgezeichnet. Und ja, ich habe das eher in einem süßen Stil gemacht. Ich wollte jetzt nicht, dass es unglaublich realistisch wirkt, sondern einfach so ein niedliches Halloween-Make-up. Dann habe ich mir einen weiß-gelblichen Kajalstift genommen und den Mond vorgezeichnet. Da hätte ich aber eigentlich auch den anderen Kajalstift nehmen können, also man muss da jetzt nicht wechseln. Dann habe ich mir die Blue Moon Palette von Colourpop genommen und habe mit einem sanften mittelblauen Ton erstmal den Himmel so ein bisschen eingeblendet. Den habe ich dann auch so ein bisschen über meine Nase gegeben, so ein bisschen als Blushy-Ton. Ja, ich dachte, das wäre ganz niedlich. In der Palette habe ich dann noch einen Dunkelblauton genommen und alle Objekte nochmal umrandet und das so ein kleines bisschen ausgeblendet, dass es mehr Tiefe bekommt. Und dann habe ich nochmal aus einer anderen Palette einen Dunkelblauton genommen und habe nochmal alles umrandet, ohne es zu verblenden, damit es einfach noch dimensionaler wird. Dann habe ich mir eine Palette von Eulenspiegel genommen mit wasseraktivierten Farben und habe mit dem schwarzen Ton dann erstmal das Haus und die Bäume nachgezeichnet und ausgemalt. Der Vorteil an wasseraktivierten Farben ist halt einfach, dass es halt auch wirklich nur mit Wasser abgeht. Heißt, wenn man mit der Hand drauf kommt, verschmiert das durch das hauteigene Fett jetzt nicht. Man muss es nicht setten, also das hält auf jeden Fall ein bisschen besser als Cremefarben. Mit Braun und Grün habe ich den Hügeln dann schon mal ein bisschen Struktur gegeben und so ein bisschen die Basisfarbe geschaffen. Und mit weißer, wasseraktivierter Farbe habe ich dann die Geister erstmal ausgemalt. Dann habe ich mir aus der Palette noch das Gelb genommen, um die Fenster des Hauses auszumalen, damit es aussieht, als würde da Licht brennen. Dann habe ich mir einen weiß schimmernden Jumbo Eye Pencil von NYX genommen, um den Mond auszufüllen. Mit einem blauen, schimmernden Ton habe ich den Mond dann an den Außenkanten so ein bisschen schattiert, damit es auch mehr 3D wirkt. Und natürlich, dass sich der Geist so ein bisschen mehr abhebt. Mit einem weiß-blau changierenden Glitterton bzw. Schimmerton habe ich den Mond dann noch gesettet. Dann habe ich mit verschiedenen Grüntonen aus der großen Palette und der Let It Go Palette von BH Cosmetics die Hügel schattiert, so dass es aussieht, als wäre oben auf den Hügeln es heller
Und weiter unten wäre es dunkler, also weil es halt vom Mond angescheint wird. Angeschienen? Keine Ahnung, ich kann kein Deutsch gerade. Und mit dem hellsten Grünton habe ich zum Schluss die Hügel bzw. die Wiese dann auch nach außen hin so ein bisschen in mein Gesicht rein verblendet. Mit dem Heller Fine Eyeliner von NYX habe ich dann erstmal die kleinen Geister umrandet und Gesichter gemacht, den großen Geist umrandet und den Mond auch so ein kleines bisschen umrandet. Und mit dem Put a Wing on It Eyeliner von NYX habe ich dem großen Geist noch ein Comic-Gesicht gezeichnet. Also so ein süßes, ne? Dann habe ich damit auch noch die Bäume ein bisschen nachgezogen. Und dann ging es ans Augen-Make-up. Mit einem fliedernden Ton habe ich erstmal die Transition Color draufgegeben. Mit einem dunkellilanen Eyeliner habe ich die Lidschattenkanten schon mal vorgezeichnet, weil ich das eher grafisch haben wollte. Dann bin ich mit einem blau-lilanen Ton in die Außenwinkel gegangen vom Lidschatten und habe das so ein klitzekleines bisschen nach innen verblendet. Mit einem helleren Violettton habe ich dann das Mittelstück quasi eingeblendet. Und mit meinem Eye Primer von Anastasia Beverly Hills habe ich die Grundlage für das Halo-Eye erstmal geschaffen und habe dann einen Schimmerton drüber gegeben. Das hat meine Kamera aber leider nicht aufgenommen. Dann habe ich noch einen Eyeliner gemacht mit meinem Clinique Eyeliner und habe den Wing als Spinnennetz gemacht. Ich dachte, das passt ganz gut rein. Die Fenster haben dann natürlich noch ihre typischen Balken bekommen. Dann wurden die Wimpern getuscht. Ich habe mich diesmal auch gegen falsche Wimpern entschieden, weil ich nicht wollte, dass das Spinnennetz damit verdeckt wird. Es hätte vielleicht cooler ausgesehen, aber ich dachte, damit sieht man mehr vom Augen-Make-up. Mit einem braunen Eyeliner zeichne ich dann nochmal die Bäume nach. Und mit einem weißen Eyeliner, der jetzt nicht so krass pigmentiert ist, habe ich noch Lichtreflexe auf die Hügel, auf das Haus, auf die Bäume gegeben, dass es halt noch mehr so aussieht, als würde es vom Mond angestrahlt werden. Und dann habe ich mir mit wasseraktivierter Farbe noch ein paar Sternchen auf diesen blushy Himmel über meiner Nase gegeben. Das sollte dann so ein bisschen wirken wie Sommersprossen. Dann habe ich den Geist noch ein bisschen mit Grau schattiert, dass der auch noch ein bisschen dimensionaler wirkt und nicht so platt. Und dann ging es an meine Lippen, das hat meine Kamera wieder nicht ganz aufgenommen. Da habe ich mir erst mit einem dunklen Lip Liner meine Lippen vorgezeichnet und so ein bisschen overlined, weil ich das einfach schöner finde. Dann habe ich den schwarzen Liquid Suede außen drauf gegeben und den lilanen Liquid Suede in der Mitte und habe das dann so ein bisschen ineinander verblendet. Dann habe ich mir noch diesen cooler lila Holo-Highlighter von Jeffree Star draufgegeben, weil der hat farblich einfach ganz gut gepasst. Und dann war es das auch schon mit dem ersten Halloween-Look für dieses Jahr. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ist jetzt nicht so was Aufregendes, sondern eher halt was Süßes, Kleines. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, kommentiert gerne, abonniert meinen Kanal. Aktiviert das Glöckchen, folgt mir auf Instagram und TikTok. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao.